Ich habe hier Kopfhörer für 89 Cent bei Aktion erworben und die haben hier folgende Daten. Mal gucken, wie gut die sich anhören. Ich schneide das jetzt mal durch. Hoffentlich schneide ich das Kabel nicht durch. Dann hole ich mir die Kopfhörer mal raus und sehe, das sind ganz, ganz günstige Kopfhörer. Ich werde mal gucken, was die taugen. Ich brauche diese Kopfhörer für mein Diktiergerät und die sind, glaube ich, besser als die mitgelieferten. Die Klinke ist nicht vergoldet, das ist aber okay so. Und mal schauen, jedenfalls steht da keine Marke drauf, da gibt es keine Ersatzohrpolster. Und mal gucken, wie die sich anhören. Also, ich habe die Kopfhörer mir mal jetzt gerade reingezogen. Die sind super, super leicht, passen ganz gut ins Ohr rein und haben auch ein bisschen Bass und Höhen. Damit kann man auch Drum and Bass hören, aber man merkt bei diesen günstigen Kopfhörern die Tatsache, dass die überhaupt nicht tontechnisch abgestimmt sind. Das heißt, ich habe das Gefühl, als ob ich die Ohrmuscheln mir irgendwie mit etwas abgedeckt habe und der Ton klingt tatsächlich gedämpft, als ob ich im Fass drin sitzen würde. Also ist es jedenfalls kein Musikgenuss möglich, aber für Opa und Oma, die ganz schlecht am Smartphone hören und so einen Adapter brauchen oder so einen Adapter fürs MacBook, wären die Kopfhörer tatsächlich einigermaßen gut zu gebrauchen. Die sind aber auch wahrscheinlich ganz gut zu gebrauchen für so einen einmaligen Einsatz an Diktiergeräten etc., wo es wirklich nur darauf ankommt, einfach mal Probe zu hören, was da gesagt wurde. Auf jeden Fall erfüllen sie den Zweck für ein Diktiergerät, aber mehr auch nicht.